Alter, ohne Gebläse ist es gefühlt relativ warm. Und wenn du den Ventilator anmachst, ist es auf der einen Seite so kalt. Was sind das für eine? Oh, die kenne ich doch irgendwoher. Die Charaktere sind nicht neu. Also die kenne ich von einem anderen Anime-Spiel. Unbekannte Puppe mit einer gedrafteten Seele. Willst du mit mir spielen? Eine andere Crafted Soul mit einem Bewusstsein. Sprich nicht zu ihr. Wir verschwinden hier. Bist du hier alleine? Möglich. Frag doch nicht erst nach... beschwör doch keine Probleme herauf. Ja, bin ich. I was playing a game with my friends and those who lost had to turn in their soul essence, so... Ah, ich habe hier mit Freunden gespielt und die verloren haben, mussten ihre Seelenessenz hergeben. Nun bin ich hier alleine. Ich verstehe. Das ist nicht so geil. Ich würde mal sagen, die hat einen ganz schönen Rappel. Hat sie dem Teddybär einen Maulkorb gegeben? Nun... das macht jetzt nichts. Ich vollführe den Wunsch von allen. Na, super. Yo, Tibbers. Alter. Komm, join me and let's play together. Komm, schließ dich mir an und lass uns zusammen spielen. Fick dich, ey. Willst du mich verarschen? So ein... Ich bopp doch. Finde ich. Ja. Ja, bitte doch gleich in die Lava. Das ist auch blöd. So, Kings of Amalur Reckoning. Ja, genau. Ich meine, das... ich bin da... Echt? Wo spielst du das? In Steam spielst du das gar nicht. Und du hast gesagt, das ist nicht dein Spiel, als ich streamen wollte. Also... Du warst für Horizon Zero Dawn. Och nee! Dass das möglich ist, ist nicht in Ordnung. Dass das möglich ist, ist nicht in Ordnung. Jetzt muss ich den ganzen Weg neu gehen? Och bitte. Also, dass sie mich da in die Lava hauen kann, das ist nicht in Ordnung. Hallo, aufstehen. Ich hoffe, du spielst einen Magier. Mich hast du nämlich dazu gebracht, einen Magier in Kingdoms of Amalur zu spielen. Was? Oh, ich dachte... So, machen wir den Shortcut mal auf. Obwohl ich nicht glaube... Hä? Hab ich mich verlaufen? Ich meine, klar, ist möglich, ne? Ich mal hier lang.
So, tschüss, Püppi. Und Mana gab's. Perfekt. So. Kann ich das auch irgendwie skippen? Ja, ich will das Intro skippen. Alter, der hat gefressen. Okay, Eis macht richtig Schaden bei dem. Ach Mist. Ich darf nicht zu nah am Rand. Aber ich will auch einen respektablen Abstand von ihm. Okay, du kannst dein Feuer casten, wie du willst, Mädchen. Das ist mir eigentlich relativ egal. Solange du mich nicht... Ja! Alter. Ach Mist. Ach, Mann, ich hasse es, wenn die meinen Cast unterbricht. Warum braucht die so lange? Ja, natürlich. Warum braucht die denn so lange zum Aufstehen? Hallo, ich bin gesprungen, danke. Oh.
Boah, Halleluja! Perfekt. Gut. Boah. Ich habe keine Ahnung. Ich will das Spiel jetzt nicht durchspielen. Oh, scheiß Controller, geh mich auf den Sack. What the fuck? Lass mich raten, die bricht jetzt ein. Es war so klar. Es war so klar. Warum sind die Dolls hier so idiotisch? So, jetzt erst nochmal einen Schluck Cola einschenken. Oh, herrlich. Supi. Wait, what? What? Moment, Moment. So haben wir nicht gewettet. Ja, natürlich. Yo. Was zum? Was? Ja, ach nee, das ist nicht in Ordnung, dass sie mich in die Lava reinschmeißen kann. Bei so einem großen Angriff, das ist nicht in Ordnung. Das ist irgendwie nicht okay. Och Mann. Wollten sie da einen auf Dark Souls machen oder was? Och. Das Problem, so kannst du die Entwickler halt auch nicht fragen, warum die das so scheiße gemacht haben. Weil die verstehen sowieso nicht, was du willst. Ah, leck mich doch am Eiersack. Komm, steh auf. Also so an sich macht das Spiel Spaß. Ja, natürlich, klar, kein Thema. Aber also manche Sachen sind einfach so unfair. Ich meine, vom Schaden her geht's. Sag ich ganz ehrlich, das ist nicht so das Problem. Das Nervige ist halt Dingsbums. Das Nervige ist halt, dass der mich in die Lava schmeißen kann. So. Ich brauche auf jeden Fall mehr Intelligenz. Ich brauche auf jeden Fall ein bisschen Stärke. Hoffentlich muss ich diesen Gegner nicht komplett von vorne machen. Es wäre schön, wenn ich das ein bisschen steigern könnte. Nee, jetzt muss ich den Scheiß auch wieder machen. Nee, muss ich nicht. Super. Okay, warum kann ich da jetzt nicht ausweichen? Schön, dass er mich trifft. Ich weiß nicht, ich bin gesprungen. Ja, bitte mach noch mehr kaputt.
Nee, du kannst dem Ding nicht ausweichen. Du weichst aus, du springst, du bist trotzdem... Ach, das ist doch doof. Das ist doch doof. Ich probier's mal mit Eis. Obwohl, für die erste Phase ist das vielleicht gar nicht mal schlecht. Ah ne, warte, die erste Phase muss ich nicht nochmal machen, okay. Och Mann, ist das eklig. Dieses... Ich würde ja jetzt sämtliche Beleidigungen loslassen, aber... So das Gefühl, das ist so ein gewolltes Dark Souls. Nur nicht ganz so perfekt. Ich meine, es kann jetzt nicht... Ah. Nee, ich bin gesprungen, okay. Die trifft mich halt auch mit ihrer scheiß Kackpfote. Hallo, ich war drüber. Nee, ich verstehe es nicht. Ich verstehe einfach nicht, was ist das denn für ein Movement-Set? Oi, was soll ich denn mit diesem Scheißvieh machen, ey? Alter Schwede. So, okay, ja, viel Leben habe ich jetzt nicht zurückgekriegt. Mann, was mache ich denn mit diesem scheiß Vieh? Ups. Ja, die Szene will ich skippen. Fuck my life. Boah. So, die kommt gleich raus. Ich habe aber das Gefühl, das Eis macht bei dir mehr Schaden. Es bringt nichts. Es bringt wirklich nichts, weil die einfach durch die gesamte Map durchhaut. Es bringt halt auch nichts, weil... Ne. Und jetzt haut sie auf der Seite raus. Nee, doch nicht.
Ah, du Ratte! Ja, ja, ja. Okay, das wusste ich nicht, dass man das countern kann. Oh, das ist doch unglaublich. Grüß dich. Es ist doch unglaublich, dass die mich immer da umhaut. Kannst du vergessen. Ja, die macht mir die... Das ist doch unfair. Also, dass sie mir die Dingsbums kaputt machen kann, das ist nicht in Ordnung. Fick doch die Hölle. Grüß dich, Mr. Strategie und Geschichte. Ich habe mich heute mal dazu entschlossen, auf YouTube zu streamen. Alter Schwede. Dass sie mir diese gesamte Map kaputt machen kann, das ist nicht in Ordnung. So, kleine Witch Nobita. Mann, 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 Mann. Yo, was war das denn? So, das war doch schon mal super. Fuck my life! Und dieser Endgegner, der geht einem so auf den Sack gerade. Also mir. Ich dachte, das ist ein schönes, knackiges Spiel, aber pff, Arschlecken. Nein! Boah, ich dachte schon, ich müsste den Bär wieder klatschen. Ach komm schon, das ist nicht in Ordnung. Das ist nicht okay. Nee. Nee, kenne ich nicht. Keine Ahnung. Bist einer von meinen Abonnenten. Das war's. Mehr kenne ich nicht zu deinem Namen. Och Mann, es ist doch so ein verfickter Scheißdreck, dass diese elende Fotze da, dass sie da einfach uns noch in die Lava schmeißen kann. Das ist nicht okay. Vor allem nicht, dass der Movement-Bereich so extrem im Arsch ist, gefühlt. Ah, Psi, grüß dich. Ah, das geht mir so derbe auf den Sack. Das geht mir so auf den Piss. Das ist wirklich Dark Souls-like. Ich habe so das Gefühl, das ist so ein Dark Souls in einem Anime-Stil. Ja, merkt ihr das? Merkt ihr das, Psi? Wie gesagt, ich kannte dich ja nicht unter dem Namen. Von daher, wer halt 5 verschiedene Namen hat, muss damit rechnen, nicht erkannt zu werden.
Du hast in... Ja, und in die Lava. Oh nee, das ist doch nicht wahr. Was ist das denn für ein verfickter Scheiß, ey? Oh, da kriegst du doch Krämpfe in beiden Arschbacken. Also wenn das so weitergeht, werde ich das Spiel durchaus gleich beenden. Ich finde es nicht in Ordnung, dass sie da so einen brutalen Gegner reingesetzt haben. Also was heißt brutal? Das Problem ist halt, das ist nicht so, dass der Gegner so viel Schaden macht. Es ist auch nicht so, dass dass der Endboss so ultra schwer ist. Sondern, was ich halt nicht in Ordnung oder was ich übertrieben finde, ist, ist die Tatsache, nur zusammen, dass erstens der Boss mir die Plattform kaputt macht, wo ich mich sicher bewegen kann, und zweitens, dass dieser Boss mich halt, wenn ich schon gestunt bin, dass der mich in die Dingsbums. Dass der Boss mich halt nicht nur, dass der meine, dass er die Plattform kaputt machen kann, sondern dass der Boss mich halt auch, ja, in die Lava schubsen kann. Das ist halt nicht in Ordnung. Ich probiere es mal mit der arkanen Macht. Ja, es gibt viele, viele asiatische Spiele, die unbedingt Dark, also so ein Dark Souls-Geschiss haben wollen. Aber es halt nicht wirklich können. Es gibt eine Sache. Und ab in die Lava. Es ist doch unglaublich. Es ist doch unglaublich. Das ist nicht in Ordnung. Also wäre nur bei Dark Souls teilweise echt noch Dingsbums und das Gefühl hast, dass du es hinkriegst. Dass du es halt hinkriegst, weil du dich verbesserst, habe ich hier das Gefühl. Den verkacken viele, diesen Aspekt. Ich meine, hier zum Beispiel ist ja, ist es wirklich so. Ja, es liegt an meinem Monitor. Ich habe als großen Monitor habe ich eher ein Fernsehgerät und keinen PC-Monitor. Und ich habe eine 1060, ja. Na komm, steh auf! Hat die jetzt die... Och nee. Hat die einfach die gesamte Plattform jetzt runtergehauen oder was? Ach, fick dich doch. Wie gesagt, es liegt am Monitor. Warum ich 59 Hertz hab. Warum du dich wegen meiner... 1060 ausfragst, weiß ich nicht so ganz.
Das habe ich des Öfteren erwähnt. Ja, das ist halt Shadowplay. Kann man halt nichts machen. Da kannst du die Videobeschreibung, die könnte ich zwar manuell noch bearbeiten, aber ist mir eigentlich relativ wumpe. Naja. Ja, ich bin mit meiner 1060 eigentlich bis jetzt sehr zufrieden. Dementsprechend, jo. Auf der anderen Seite, eine bessere Grafikkarte würde bei dem Prozessor keinen Sinn machen. Weil ich bei manchen Sachen jetzt schon das Problem habe, dass eher mein Prozessor ausgelastet ist und nicht meine Grafikkarte. Jawohl! Und ab in die, nein, nicht in die Lava, oh super! Warte mal. Was zum Warum? Ich hab die unterbrochen! Das ist doch saunervig, dass sie das überhaupt kann! Das ist das, was mich so abfuckt! Warum kann die meine Plattform zerstören? Warum kann die mich von mit einem Schlag, obwohl sie nicht so wirklich viel Schaden macht, mich in die Lava reinhauen? Und warum ist es so random, dass ich die irgendwie mal, wie heißt's? Dass ich die mal mal unterbrechen kann und mal nicht. Das ist doch bescheuert. Oh Mann, du scheiß Puppe. Alter. Und wenn du hier so viel Damage kriegen würdest wie bei Dark Souls, dann wärst du ganz schnell im Arsch. Aber es ist unfair genug. Der erste Boss war noch okay, der hat noch Spaß gemacht, aber das ist ja eklig. Ich will mal was gucken. Game Mode Standard, ja. Level 1, Jump, Air Jump, Fire, okay, Short Range, Staff Attack, okay. Oh, du siehst halt auch nichts, ne?
nicht in die Lava. Nein! Oh Mann, du verfickte Hurenfotze! Alter, ich schwör's dir. Oh Mann, alle Ta... Alter. Es ist doch unglaublich. Was haben die sich bei dem Boss gedacht? Ich meine, mehrere Stufen von mir aus. Kein Thema. Ist okay. Ich meine, die Stufe wird ja gespeichert. Ja, so ist es nicht. Aber dass sie halt dieses in die Lava schmeißen. Ich meine, wie oft bin ich durch den Boss jetzt gestorben? Garantiert nicht, weil der Boss so obermäßig schwer ist. Oder weil er so innovativen Schaden macht. Oder weil er so kompliziert ist. Sondern ich einfach nur, weil der Boss mir die gesamte Plattform kaputt machen kann. Und mich halt ständig in die Lava schubst. Das ist der einzige Grund. Das ist der einzige Grund, weswegen ich verliere gegen dieses Fotzenvieh. Es ist wirklich nur dieses eine Ding. Es ist doch unglaublich. Es ist so unglaublich. Ah, so langsam reicht's aber auch. Es ist immer nur derselbe Scheiß, den du nicht wirklich dodgen kannst. Und schön, dass sie meinen Spell... Ich bin falsch, ich muss hier hin. Okay, wenigstens. Kannst halt auch nicht blocken oder so. Ich habe keine Ahnung, was das gewesen ist, aber okay. Fick dich. Okay. Boah. Boah. Alter, diese Sau. Diese Drecksau. Dieses Elende. Boah, herrlich. Oh. Ich konnte das verhindern, dass sie mir die Plattform kaputt macht. Indem ich auf Eis gewechselt bin, weil das dementsprechend besser trifft und ihre Feuerkugel zerdeppert hat. Ach, herrlich. Dankeschön. Dankeschön. Obwohl GG passt auch. Du hast gewonnen.
Na, nun gehört dir meine Seelenessenz. Together, zusammen mit allen anderen. Gott sei Dank. Was willst du jetzt, Katze? This crafted soul was swallowed all her components. Alles klar, diese gecraftete Seele hat all ihre hat die Seelenessenz von allen anderen gefressen. Von ihren ganzen Kumpadren. So. Warum hast du das getan? Du wolltest doch mit anderen spielen, oder nicht? Tja, Püppi. Weil Seelen so much maintain consciousness, ist nicht. Maintain consciousness. Sekunde, Sekunde. Das muss ich jetzt nochmal gucken. Ich weiß jetzt, ich kenne maintain und consciousness kriege ich hin, aber ich weiß nicht, wie das im Zusammenhang gemeint ist. Okay, pflegen. Weil Seelenessenzen die meisten... Das Bewusstsein pflegen, was? Because Soul Essences is a must to maintain... was? Weil Seelenessenzen ein Muss ist, um das Bewusstsein zu pflegen, oder nicht? Was auch immer es kosten mag, ich hab die... I love to experience the world on my own. Ich würde gerne die Welt selbst kennenlernen. Aber das macht jetzt nichts mehr. Es ist eine große Schande, dass ich gegen mein eigenes Wort versagt habe. I failed all my friends. Ich habe all meine Freunde verraten oder also nicht traitored, sondern ich habe all meine Freunde irgendwie. Ich hab's verkackt halt. Do you think you can fulfill my... No, I mean our wish. Glaubst du, du kannst unseren Wunsch, mein bzw. unseren Wunsch erfüllen? Und die Welt mit eigenen Augen sehen? Das gefällt der Katze nicht, weil die unbedingt will, dass wir zu dem Thron wollen. Aber mir, glaube ich, zu stark werden. Yes, rest assured. Alles klar. Ruhe in Frieden, glaube ich. That will... So ähnlich... that will take you all to a place where the sun shines and then we can all play together. Okay, das würde ich an einen Ort bringen, wo die Sonne scheint und wir können alle zusammen spielen. Super. Also. Oh, das gab ordentlich. Wunderbar. Oh, endlich. Gut, muss ich sagen, war unerwartet. Aber es ist auch echt nervig, die hat hier alles kaputt gemacht. Und dann war ich so im Arsch, dass ich nichts mehr machen konnte. Wer hätte denn ahnen können, dass ich hier mit Magie rumeiern muss und dann irgendwie... Piu, 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 piu. Ach. So, Katze. Hier lang. Alles klar. Ja, dann auf, Katze. Zeig mir den Weg. Teleportieren wir uns wieder dahin, wo wir hin müssen. Boah, war das ärgerlich. So, jetzt kann ich auch einiges an Shortcuts öffnen. Hier und hier. Super. Ich hab dann... Ja, ist doch, ist doch. So, jetzt möchte ich aber vorher noch mal an der Statue beten. Ah, das gab ordentlich Seelen. Ich bin ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass wir Energie brauchen. Ich mach mal Mana auf Stufe 20 und dann die Intelligenz einfach. Level up to speed up spell charging. Oh, 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 oh. Ah, wenn ich das gewusst hätte. Dass ich Dexterity brauche. Fuck. Es läuft wesentlich schneller. Super. Wo muss ich denn jetzt lang? Überhaupt. Wo will ich denn jetzt überhaupt lang?
Warte mal, hier war ich schon. Okay. Au. Stimmt, habe ich ja ganz vergessen. Mit dem Feuer kann ich mich selbst verletzen. Gut, mit dem Eis auch, aber das Eis macht kaum Schaden. Oh, hast du mich erschreckt? Ich dachte, du wärst im Arsch. Ich glaube, meine Stärke ist Mist. Komm, geh endlich kaputt. Ja, mit dem Stab zuschlagen bringt mir gar nichts. Na gut. Bin ich jetzt gerade an dem scheiß Brett hängen geblieben? Ernsthaft? Boah. Holy moly, Broly. Jetzt aber. Kann ich hier irgendwas nehmen? Ich meine, das sieht echt nicht schlecht aus hier. Ich kenne mich hier jetzt auch nicht aus. Muss ich hier überhaupt lang? So, Leave for Okun Shrine. Yes. Yes, 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 yes. So, jetzt will ich gleich nochmal Bibi machen. Wenn ihr wollt, kann ich das Game auch wechseln. Wunderbar. Ja, sieht schick aus hier. Ah, jetzt bin ich hier. Ich verstehe, ich verstehe. Ich verstehe. Die Frage ist nur, wo komme ich hier lang? In die Zentralhalle. Bin ich da schon im Thron? Ich habe keine Ahnung, wie lange der Dingsbums jetzt überhaupt noch dran ist. Das Spiel. Also wie krass der Fortschritt jetzt ist. So, if nur bei der fällt, when she cursed. Alles klar, ja, ja, komm, kenne ich. So. So, okay. Ich muss jetzt nur schauen, wo ich jetzt lang muss. Hier unten war ich noch nicht. Hallo, ich würde gerne... Wieso kann ich das nicht kaputt machen? Nee, ich kann den nicht zerstören. Okay, dann soll ich den wahrscheinlich noch nicht zerstören. Ja, das... Ist zwar schön. Underground Lobby? Nein. Ist nur die Frage, wo mich die Katze hinführen will, weil von hier kam ich doch. Von hier kam ich. Wo hat mich denn die... Ich muss gucken, wo diese scheiß Katze ist. Weil ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wo ich lang soll und muss. So, es geht da runter und es geht hier runter. Aber hier runter bin ich gegangen. Okay, der Weg ist kaputt. Das ist gut. Die Frage ist, bin ich hier wirklich richtig oder war das nur ein Shortcut? Ich werde jetzt gleich nochmal strullen. Wie sieht es denn mit den anderen aus? Also laut Charlottchen könnte ich durchaus das Game nochmal wechseln.
Dann könnten wir mal gucken, was wir machen, was wir nehmen. Aber von da kam ich. Genau, von da kam ich, dann bin ich hier runtergegangen und jetzt geht's hier hoch weiter. Das bedeutet, ich muss da irgendwie lang. Macht ja keinen Sinn. Genug vom Game gesehen. Also ich muss sagen, es ist schon ein schönes Spiel. Dafür, dass es immer noch in der, soll noch in der Early Access sein. So, wir haben gespeichert. Wir haben gespeichert, genau. Die Frage ist nur, wo muss ich jetzt lang? Hier kann ich auch nicht lang. Wahrscheinlich werde ich da noch woanders dahin müssen. Bevor ich da unten das machen kann. Gut. So. Exit. Jawohl. Ist gespeichert. Wunderbar. So. Return to Screen. Titelscreen. Wunderbar. Little Witch Nobeta. Ja, ist eigentlich ein schönes Spiel, muss ich sagen. Ist nicht schlecht. Ich will mal gucken, ob ich das irgendwie... Game Mode unbekannt, okay. Jo.